Die Schweizer Bau- und Immobilienwirtschaft ist im Umbruch. Die Digitalisierung geht rasant voran und stellt uns vor neue, grosse Herausforderungen. Themen wie Nachhaltigkeit, BIM oder ganz neue Zusammenarbeitsformen prägen zunehmend unser Tagesgeschäft. In der über 60-jährigen Geschichte von CRB haben wir immer wichtige Grundsteine für Standardisierung gelegt. Jetzt ist es wieder so weit. Es ist ein wegweisendes Vorgehen gefragt, um unsere Branche aktiv zu transformieren. Das bedeutet konkret, dass die CRB ab sofort überdurchschnittlich in die Modernisierung der Infrastruktur und die attraktive Arbeitsumgebung investiert. Gleichzeitig bauen wir unsere Angebote deutlich aus. Und auch unsere Belegschaft. Wir stellen sicher, dass der Daten- und Informationsaustausch über alle Phasen eines Bauwerks hinweg durchgängig erfolgen kann. Gleichzeitig entwickeln wir die bewährten Standards kontinuierlich weiter, machen sie fit für die Zukunft. Die geniessen also weiterhin allerhöchste Priorität. Zahlreiche Initiativen bringen den internen und externen Wandel aktiv voran. Hier ein paar Beispiele dazu. An verschiedenen Innovationsprojekten wird bereits gearbeitet. Zum Beispiel schaffen wir mit dem CRB-Datenmodell die Grundlage für einen branchenweiten Datenaustausch und eine systemübergreifende Kompatibilität. Für die Kostenermittlung und die Leistungsbeschreibung prüfen wir aktuell zusammen mit Fachgruppen die Machbarkeit. Mit der Digitalisierung von Kostenkennwerten aus rund 1000 Objekten starteten wir das Projekt für die Kennwerteplattform Werkmaterial Online. Die Plattform ist inzwischen am Markt breit etabliert und wird laufend weiterentwickelt. Mit Schnittstellen, APIs und CAD-Plugins für Autorensoftware bauen wir zusammen mit Softwarepartners bewährte, offene Schweizer CRB-Ökosystem weiter aus. Ein Beispiel ist das EBKB-Plugin für Kostenplanung. Das Plugin vereinfacht die modellbasierte Arbeitsweise und die Zuordnung der EBKB-Codes zu den verschiedenen Bauteilen. Die Bauteilbibliotheken der CAD-Anbieter und die IFC-Struktur sind so direkt mit dem Baukostenplan EBKP verknüpft. Unsere gemeinsame Mission ist es, durchgängige Standards über den gesamten Bauwerkszyklus hinweg sicherzustellen. Der neu entwickelte BIM-Profil-Server wird dabei eine wichtige Rolle einnehmen. Er unterstützt bei der Erstellung von rollen- und prozessorientierten Informationsanforderungen. Bei der digitalen Transformation ist es wichtig, die Informationen von den rund 1,4 Millionen MPK-Normpositionen mit einzubeziehen. Bei den aktuellen Überarbeitungen gehen wir dabei vermehrt bauteilorientiert vor, wie zum Beispiel beim neuen Kapitel für den Holzbau. Ah. Lo sapevate che i prodotti del CRB da decenni sono disponibili in diverse lingue. Così tutti possono utilizzare senza difficoltà i nostri standard in tutta la Svizzera. Pour que nous nous comprenions tous, il y a les services linguistiques, la terminologie de la construction, les succursales en Suisse romande et au Tessin et l'offre locale de formation continue. Nous parlons de la même chose et voulons dire la même chose. Dans tout le secteur, à chaque phase, dans chaque processus, maintenant et à l'avenir aussi. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen zukunftsgerichtete, marktorientierte Angebote auszubauen. Wir wollen es allen Akteuren von jeder Größe und jeder Couleur ermöglichen, mit den Entwicklungen in der Branche Schritt zu halten. Dieser Gemeinschaftsgedanke prägt CRB schon seit jeher. Darauf legen wir auch in einer zunehmend digitalisierten Welt besonderen Wert. Miteinander tragen wir zum Erfolg und zur Zukunftsfähigkeit der Schweizer Bau- und Immobilienwirtschaft bei. Gemeinsam setzen wir Standards.
Ja, ich habe schon relativ viel Airtime gekriegt im Video. Da kann ich mich in der Einführung und der Begrüßung sehr kurz halten. Also in erster Linie ein herzliches Willkommen. Dankeschön, dass Sie Interessen in CEB und seine Aktivitäten zeigen und heute hingekommen sind und sich die Zeit nehmen und mit uns gemeinsam verbringen. Was wir uns vertiefen werden, also eines wurde schon über die Strategie gesagt, da kann ich mich dann kurz halten. Aber was wichtig ist, was wir jetzt hier vertiefen, sind dann wirklich die einzelnen Projekte und Aktivitäten. In einem ersten Schritt wird uns Györgyi Orbán zeigen, wie wir mit den Kennwerten arbeiten. Also wenn ich halt dann früh im Projekt eine genaue Zahl brauche, die ja sehr wichtig ist, weil ich später an der immer gemessen wird, wird er uns einführen in die Applikation. Wir werden dann in einem zweiten Schritt etwas weitergehen quasi im Prozess, wenn es dann darum geht, eben Mengen zu ermitteln, um dann konkret die aktuellen Kosten zu ermitteln mit den EBKP-Plugins. Da wird uns Bärbel Buchholz einführen. Und im dritten dann mit dem BIM-Profil-Server, den uns Pasquale Petillo zeigen wird, wo es darum geht, wie wir auch das Informationsmanagement machen in Zukunft, wie wir uns das vorstellen. Das passiert heute auf der IFC-Struktur direkt, um zu definieren, wer wann welche Informationen zu liefern hat. In Zukunft möchten wir das dann natürlich auf dem Datenmodell machen, das wir dann auch später noch zeigen. Aber eben auch dann zuerst noch die Weiterentwicklung der NPK selbst. Sie haben es im Video gehört, das ist wichtig. Also wir gehen da weiter, auch mit den NPKs und den bestehenden Standards. Also nur weil wir moderne Dinge und neue Dinge und digitale Dinge vorbereiten und bringen, heißt das eben nicht, dass wir bei den bewährten aktuellen Standards stehen bleiben würden. Dann zum Schluss haben wir das Ausblick aufs Datenmodell, das wir hinten im Innovation Lab auch zeigen, wer es dann noch weiter vertiefen möchte. Das ist dann tatsächlich die Zukunft und so der Kernpunkt der Strategie von CEB. Kann ich gleich überspringen. Warum haben wir diese neue Strategie und warum tun wir das überhaupt? Dieser Versuch oder dieser Ansatz, den wir schon 60 Jahre verfolgen und die nächsten 60 Jahre eigentlich auch wieder gerne machen würden, sprich die Verständigung innerhalb der Branche und die Möglichkeit, dass man eben auch gemeinsam Daten austauschen kann und nutzen kann. Und das hat für uns sehr viel zu tun, halt auch mit dem Thema der Kreislaufwirtschaft, das wir sehr wichtig finden, wo es also darum geht, dass ich irgendwo dann ja Produkte, Materialien habe und es darum geht, dass wir in einer Welt, wo wir viel zu viel Ressourcen abbauen und verbrauchen und zu viel Abfall produzieren, und das ist ja nicht nur in der Bauwirtschaft so, das ist generell so, dass wir eigentlich den Anspruch haben, möglichst wenig Material zu haben und wenn wir Material haben, dieses Material möglichst lange im Kreislauf zu behalten. Sprich, das muss gewartet werden können, das muss repariert werden können, es muss dann allenfalls halt auch wieder aufbereitet werden können, wieder verwendet werden können in einem anderen Ort. Zu allerletzt, wenn es gar nicht mehr anders geht, wird es halt wieder verwertet, rezykliert und eigentlich wirklich nur ganz zum Schluss und hoffentlich in deutlich kleineren Mengen wird es dann tatsächlich eigentlich der Vernichtung zugeführt und das dann hoffentlich auch sachgerecht. Kleine Anekdote. Schon in meiner Schulzeit im Gymnasium hatte ich einen Deutschlehrer, der hat sich immer darüber amüsiert, eher von der Terminologie her, dass er gesagt hat, es ist eigentlich schon witzig, dass wir Abfälle entsorgen, weil die Sorgen fangen erst dann an. Und ich denke, in der Kreislaufwirtschaft ist das ganz zentral und das ist das, was uns antreibt, weil das geht nur, wenn ich Informationen über Materialien und Bauteile habe, vom Beginn des Lebenszyklus eines Produktes oder des Materials bis zum Ende, sprich vom Beginn der Planung eines Bauwerkes bis zum Ende. Dafür tun wir das, dafür brennen wir und dafür machen wir ganz spannende Dinge mit Technologie, mit IT, mit viel Brainware und so weiter und so fort. Und darauf basiert unsere Strategie. Im Zentrum steht dieses Datenmodell, ein Industriedatenmodell, wo wir eben den Anspruch haben, das muss das gesamte Bauwerk beschreiben können. Und darauf können dann entsprechend andere oder auch wir selber mit Applikationen aufsetzen, sodass wir eigentlich immer und überall, wo Informationen und Daten vorhanden sind, uns eben darauf verlassen können, dass wir mit den Richtigen arbeiten, dass wir die auch weitergeben können, nutzen können, weiterverarbeiten können und so weiter und so fort. Sie sehen in diesem Überblicksslide eben auch, da kommt der BIM-Profil-Server, da kommen die Plugins, da kommt die Kennwerte-Plattform, was man da auch noch sieht.
können wir noch nicht zeigen, haben wir jetzt erst begonnen. Das ist dieser Bauprodukte-Hub, das kann man dann vielleicht in 2 Jahren anschauen oder früher, aber nicht an der Swissbau früher. Und im Zentrum steht dieses Datenmodell. Das ist das, was wir Ihnen heute näher bringen möchten. Und dafür sind die Experten hier, wo Sie dann auch zum Schluss entsprechend Fragen stellen dürfen. Dann würde ich gerne jetzt einsteigen mit dem ersten Referat und der ersten Vertiefung. Das wäre Georg Orban mit der Kennwerte-Plattform. Dankeschön. Vielen Dank, Michel. Mein Name ist Georg Orban, ich bin Projektleiter Kennwerte bei CRB. Ich möchte gerne der Kennwerte-Plattform Werkmaterial Online mit einem beispielhaften Anwendungsfall Ihnen präsentieren. Wie lautet der erste Zahl? Ein Bauherr möchte ein Einfamilienhaus bauen. Hierzu erfolgt in einem ersten Abstimmungstermin zwischen dem Bauherr und dem Architekten. Im Rahmen des Termins werden gemeinsam die Eckdaten der zukünftigen Projekte diskutiert und festgelegt. In diesem Zusammenhang geht es auch um die Bestimmung der ersten Zahl für die voraussichtlichen Kosten des neuen Einfamilienhauses. Die wichtigsten Punkte für die Diskussion sind dabei: Wie groß soll der Einfamilienhaus sein? Soll das Gebäude eher einfach sein oder eine höhere architektonische, technische Qualität besitzen? Welche Aussagen ergeben sich hieraus in Bezug auf die Kosten? Wie lautet die erste Zahl? Zur Beantwortung dieser Fragen dient dem Architekten die Plattform Werkmaterial Online als Hilfsmittel. Sie können erstmal Referenzprojekte anschauen mit dem Architekt zusammen. Der Bauherr und dem Architekt können gemeinsam mögliche Referenzprojekte in einem Katalog sichten. Hierzu suchen Sie nach dem Begriff Einfamilienhäuser in Werkmaterial online. Mit Hilfe von Filtern stellen Sie eine lange Liste mit einer breiten Auswahl von Vergleichsprojekten zusammen. Einzelne Projekte werden gesichtet und der Bauherr kann sagen, welches Projekt am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. So kann der Architekt mit Hilfe von Beispielen die Bedürfnisse der Bauherr besser aufnehmen. In der Objektansicht sind alle Fakten zu einem Projekt dargestellt. Erstellungsort und Zeit, Beteiligte, Informationen zur Konstruktion, Gebäudetechnik sowie städtebauliche, konstruktive und architektonische Rahmenbedingungen. Die Gesamtkosten des Objekts sind auch in Form von Kennzahlen, zum Beispiel Franken pro Quadratmeter Geschossfläche, ersichtlich. Die Qualität des Objekts wird dank Bilder und beschrieben ersichtlich. In einer anderen Ansicht: Es ist möglich, nach einer gründlichen Überlegung und Diskussion eine kurze Liste von nur noch 3 Projekten zusammenzustellen, welche die Anforderungen der Bauherr am besten abdecken. Die Auswahl erfolgt mit einem Klick auf einen Datenpunkt, dann kann das entsprechende Projekt nach kurzer Liste zugefügt werden. Unter den Rubrik Kennwerte sind die Baukosten auf der Stufe EBKP oder BKP übersichtlich gelistet. Die Kosten werden in absolute Beträge oder prozentuale Anteile dargestellt und lassen sich nach Großregion und Preisstand umrechnen. Wie gesagt, mit Bildern in dieser Sicht sind die Projekte der kurzen Liste gegenübergestellt für einen unmittelbaren Vergleich. Basierend auf dieser Ansicht ist es möglich, eine Diskussion über die Komplexität der Planung zu führen. Je nach Bauweise, speziellen Anforderungen oder dem Standort sind mehr oder weniger Parteien in das Projekt involviert. Komplexere Planung bedeutet komplexere Aufgaben und entsprechend andere Honoraraussagen. Das kann hier basierend auf entsprechenden Beispielprojekten transparent und nachvollziehbar diskutiert und argumentiert werden. Die 4 ausgewählten Einfamilienhäuser der kurzen Liste sind hier gegenübergestellt. Der statistische Vergleich, Mittelwert der selektierten Details, zum Beispiel Gliederung EBKPH-C-Konstruktion, ändert sich nach dynamisch je nach Auswahl. Basierend auf dieser Ansicht ist es möglich, eine präzisere Einschätzung zu den Kennwerten für die erste Zahl vorzunehmen, zum Beispiel Mittelwert der 4 Beispiel Einfamilienhäuser. So wird eigentlich auch der Kennwerteplattform dann verwendet.
Je nach Methode EBKPH oder BKP kann der Architekt schlussendlich basierend auf den ausgewählten Beispielprojekten transparent und schnell eine erste Zahl für den Neubau des Einfamilienhauses ermitteln. Das ist eigentlich der Mehrwert der Kennwerteplattform, dass man transparent, nachvollziehbar eine Auswahl ermöglicht, auf welcher Basis dann der Diskussion über die Qualität der Architektur in Verhältnis mit der Kosten ausgeführt werden kann. Jetzt möchte ich das weitergeben nach EBKP-Plugin. Auch eine spätere Planungsphase kann die entsprechenden Kosten weiter detailliert werden. Das würde Ihnen Frau Buchholz präsentieren. Vielen Dank. Ja, danke, Jörgi. Ich möchte Ihnen kurz das EBKP-Plugin vorstellen. Mein Name ist Bärbel Buchholz und ich bin Projektleiterin für die Themen EBKPH beim CRB. Das EBKP-Plugin ermöglicht Ihnen in einer Zeichensoftware schon den EBKPH-Code zu hinterlegen. Dafür haben wir drei Anwendungsfälle. Das eine ist, wir haben bekommen, sind in einer originären Datei und wir haben überhaupt keine Klassifizierung dieses Modells und der einzelnen Bauteile. Der andere Fall wäre, dass beispielsweise schon da etwas enthalten ist und Werte ergänzt werden sollen. Und wichtig ist eigentlich auch dieser dritte Punkt, dass beim Export ins IFC eine automatisierte Nachkontrolle geschieht, das Ihnen dann sagen würde, diese hier sind beispielsweise noch Bauteile, die noch nicht annotiert sind mit dem EBKPH-Code. Das Konzept ist folgendes, also es gibt die Daten vom EBKPH und T, die sind hinterlegt beim CRB auf einer Plattform und über diese Zwischen-API können diese Daten für das Plugin in den einzelnen Softwaren bezogen werden. Im Moment ist es so, dass wir an drei Plugins arbeiten, für Revit, Archicad und Vectorworks. Und in all diesen drei Programmen wird es ähnlich funktionieren. Hier habe ich einen kleinen Film, um das einmal darzustellen, wie beispielsweise der erste Anwendungsfall funktioniert. Wegen der Kürze der Zeit ist es nur dieser eine Anwendungsfall. Wenn Sie weiteres Interesse haben, können Sie sich auch bei uns am Stand das Plugin noch detaillierter zeigen lassen. Also ich starte jetzt hier den Film. Man startet das Programm. Es öffnet sich rechts so ein kleines Feld und damit kann ich jetzt das Ganze starten. Also ich sage hier alle Bauteile annotieren und es springt jetzt direkt auf ein Fenster. Es werden Vorschläge gemacht aus dem EBKP-Gate-Katalog und den kann ich bestätigen. Und zwar entweder für ein einzelnes Bauteil oder für eine gesamte Bauteilgruppe. Also das hier ist jetzt beim Beispiel Revit, sind so die Familien, nennt sich das im Revit. Und so kann ich dann relativ zügig Bauteile gleichen Typs immer demselben EBKP-Code zuordnen. Das läuft halb automatisiert, ich muss das immer wieder bestätigen. Sollte es mal keinen Vorschlag geben, also wir haben jetzt hier ein Beispiel, einen Handlauf und der sollte aus Kupfer sein, dann kann ich hingehen und mir ein eigenes Teilelement kreieren, was dann gleich in der richtigen EBKP-Gate-Struktur angelegt wird. Also der EBKP-Gate gibt also her, in einer bestimmten Matrix eigene Elemente anzulegen. Und hier haben wir jetzt einfach mal ein Quatsch-Element genommen, Handlauf aus Kupfer. Und dann wird auch das hier hinzugefügt. Ich kann das auswählen und dann quasi allen Handläufen dann zuordnen. Genau, das war jetzt so dieser erste Anwendungsfall. Man geht einmal durchs gesamte Projekt hindurch und würde einmal durchannotieren.
Und grundsätzlich ist es so, also insgesamt geht es relativ schnell, dieser Vorgang. Also man minimiert so den Aufwand für eine EBKP-Klassifizierung. Und wichtig ist einfach, man hat es dann über IFC Classification Reference auch mit in diesem IFC geschrieben, was hinterher exportiert wird. Und das ist quasi eine Grundlage, die dann dazu dient, die Mengen korrekt auszuziehen. Erhöht die Qualität der Mengenermittlung, man hat das dann gleich vor Augen, kann dann je nach Programm auch unterschiedliche Filter ansetzen und sich das dann anzeigen lassen. Also auch quasi über die EBKP-Codes nochmal eine visuelle Kontrolle. Es ist teilautomatisiert, also der Mensch muss schon immer noch bestätigen. Wichtig ist, dass es auch systemübergreifend ist. Also dadurch, dass es durch ein IFC dann exportiert wird, kann ich es in andere Softwaren wieder einlesen, beispielsweise Kalkulationssoftwaren. Und wichtig ist, also die IFC-Struktur ist mit der Bauteilbibliothek darüber vermappt und auch dann eben diese Nachkontrolle beim Export. Der Dateninhalt, der hinterlegt ist und den man damit nutzen kann, ist einmal der Baukostenplan EBKPH, der Tiefbaukostenplan, alles bis zur vierten Stufe des Gates. Und insgesamt sind es über 3000 Teilelementzuordnungen, die schon quasi über den Katalog vorhanden sind, plus eben die Möglichkeit, mit eigenen Teilelementen zu erweitern und eben diese integrierte Funktion, ein IFC mit dem Format 4.1 zu exportieren. Wie gesagt, also das erste Release, was verfügbar sein soll ab September, wäre eben halt für Archicad 24 und 25, Revit 21 und 22 und Vectorworks 22. Und wie gesagt, also wenn Sie da noch nähere Informationen brauchen oder sich da einige Funktionen noch näher anschauen wollen, können Sie gerne bei uns am Stand sich das nochmal anschauen. Dann würde ich jetzt Pasquale übergeben, der was zum Datenmanagement über BIM Profil Server sagen möchte. Vielen Dank. Vielen Dank, Bärbel. Mein Name ist Pasquale Petillo. Ich leite bei CRB die Produktionsabteilung. Vom Beruf her bin ich Bauingenieur und heute möchte ich Ihnen zwei Themen näher bringen. Ein IT-lastigeres Thema, das ist der BIM-Profilserver, und nachher möchte ich noch auf den NPK, eines unserer Standardprodukte, eingehen. Wenn wir von Bauwerksinformationsmanagement reden, dann ist es so, dass wir mit den richtigen Informationen, die wir in einem Bauprojekt austauschen, das Projekt maßgeblich am Erfolg also beeinflussen können, wie erfolgreich ein Projekt wird. Also das ganze Informationsmanagement ist sehr, sehr wichtig. Und darum möchte ich den BIM Profilserver, unsere neue Plattform für das Informationsmanagement, näher bringen. Wir stellen das Bauprojekt natürlich ins Zentrum und rundherum laufen ja die verschiedenen Phasen in einem Bauprozess. Von der Entwurfsplanung über Bau und Betrieb. Und jetzt während all diesen Phasen werden sehr viele Informationen ausgetauscht. Jemand verlangt Informationen, jemand muss Informationen liefern, und das passiert nicht nur in der Anfangsphase eines Projektes, sondern auch sehr stark im Betrieb nachher des Bauwerks. Und es werden eigentlich immer diese Fragen beantwortet. Wer liefert wem, wofür, wann, was und wie? Heute werden solche Informationen mit solchen Monstertabellen übertragen. Sie müssen das nicht lesen können. Das ist einfach, was heute passiert. Also man versucht, sämtliche Informationen in ein Excel reinzupacken
und hofft dann, dass man diese Informationen weitergeben kann und hofft, dass niemand einen Schreibfehler macht. Sonst kann man sich vorstellen, welche Probleme das da auf uns zukommen. Das wollen wir nicht mehr. Unser Konzept sieht ein bisschen einfacher aus. Also wir möchten eigentlich mit diesen vier Komponenten das Bauwerksinformationsmanagement in den Griff kriegen. Wenn wir wieder die Frage von vorhin anschauen, dann haben wir die ersten Antworten auf wer und wem, haben wir bei den Rollen gefunden. Also wir haben ein Rollenkonzept in der Plattform hinterlegt, wo man sagt, wer ist der Besteller einer Information und wer ist der Lieferant einer Information. Das Wofür, dort haben wir Aktivitäten und Prozesse definiert, wo man sagen kann, wofür brauche ich denn diese Information? Die zeitliche Komponente, das Wann, da benutzen wir die Phasen, die man ja so kennt bei der Planung und Ausführung. Und die zwei letzten Fragen, das Was und das Wie, das sind dann eigentlich die eigentlichen Daten, die wir im System haben. Und dann auch noch, wie sollen wir diese Daten technisch austauschen. Das ist das Was und Wie. Also wir haben eine Prozessebene, sagen wir dem, und wir haben eine Datenebene, wo wir das Ganze verwalten. Und jetzt bilden wir einen Rahmen um das Ganze und das nennen wir dann das Profil. Und in diesem Rahmen sind dann die Informationen gebündelt und das ist das, was das Ganze so wertvoll macht für den Anwendenden. Wie sieht das Plattformkonzept aus? Ein bisschen auf einer höheren Flugebene fasse ich das ein bisschen zusammen. Der BIM-Profil-Server selber, die Plattform, besteht im Grunde genommen aus drei Komponenten aus dem Datenkatalog. Ich zeige das nachher noch im Detail. Dann aus den Profilen, was ich gerade erklärt habe. Und natürlich Projekte, weil das Ganze ist ja projektbezogen. Wir bekommen Daten, die wir verwenden, natürlich IFC, das ist so quasi unser Grundschema, später auch das BSDD von BuildingSmart und hier kommt dann auch das Datenmodell ins Spiel, welche Informationen liefert für unseren BIM-Profil-Server. Und wir geben Daten aus, einerseits in menschenlesbarer Form, sage ich mal so, das sind PDFs, und in maschinenlesbarer Form, das ist das IDS-Format. Die PDFs können verwendet werden, zum Beispiel in einem IDM, welches dem Bauherr abgegeben werden kann. Und die maschinenlesbaren Informationen, die übergeben wir an andere IT-Systeme. Das sind Autorensysteme, das können aber auch ERP-Systeme sein. Einfach die technische Übergabe von Informationen in andere Systeme. Und auch die Qualitätssicherung wurde früher schon angesprochen. Es ist so, was wir auch damit erreichen wollen, ist, dass QS-Systeme, so Model Checker zum Beispiel, unser IDS einlesen können von der BIM-Profil-Server-Plattform und nachher vergleichen können mit den tatsächlichen Informationen im Modell. Und dann kann die Meldung kommen, zum Beispiel, dass bei der Wende die Zuordnung zum EBKP noch nicht vollzogen wurde. Das machen dann die Checker-Systeme. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in die Plattform rein. Ich habe ein paar Printscreens vorbereitet, damit man sieht, was da passiert, wie das aufgebaut ist. Im Zentrum steht eben dieser Datenkatalog. Man sieht, in der Mitte des Bildschirms sind die Fachklassen, das sind eigentlich unsere Bauteile. Und jetzt ist wichtig, dass wir die Bauteile in unserer Sprache beschreiben können. Also so wie wir es gewohnt sind, mit den Bauteilen zu arbeiten, die Elemente benennen wir so, wie wir es gewohnt sind. Und dann sehen Sie hier auf der rechten Seite im grünen Bereich, verbinden wir unsere Bauteile mit dem IFC-Schema. Das heißt, der Anwender muss sich nachher nicht mehr um IFC kümmern, sondern er sagt einfach, ich brauche eine Vollholzwand und im Hintergrund sind die entsprechenden
IFC-Informationen verbunden. Wenn wir dann auf die Projektsicht gehen, also ich habe dann ein Projekt eröffnet, dann brauche ich als erstes einen Meilenstein, wo ich definiere, wann will ich welche Informationen übergeben. Also ähnlich wie im Projektmanagement mit den Meilensteinen für Tätigkeiten führen wir Informationsmeilensteine, die ganz klar sagen, zu welchem Zeitpunkt müssen Informationen übergeben werden. Die nächste Stufe, ein bisschen drunter, sind dann die Geschäftsprozesse. Also hier definiere ich, welche Geschäftsprozesse brauche ich, um den Meilenstein zu erreichen. Das machen wir in diesem Teil. Dann gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail. Also wenn ich jetzt diesen Geschäftsprozess definiert habe, kann ich sagen, welche Aktivitäten brauche ich dann, um diesen Prozess abwickeln zu können. Und bei den Aktivitäten sehen wir jetzt hier, das sind zum Beispiel drei Aktivitäten, da kommen die Rollen schon ins Spiel. Also hier sage ich bereits, wer liefert wem welche Information. Das heißt, in diesem Beispiel haben wir vier Aktivitäten. Auf der linken Seite muss der BIM-Spezialist drei Dinge liefern. Auf der rechten Seite ist das der Fachplaner Holzbau, der etwas liefert. Und in der Mitte ist der Bauleiter quasi als Besteller der Informationen. Der bekommt dann die entsprechenden Informationen. Also es ist die nächste Stufe, die Aktivität. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen genauer und sagen, ja gut, ich habe jetzt die Aktivitäten, die sieht man jetzt in den Spalten. Und jetzt muss ich ja noch sagen, für diese Aktivität, welche Bauteile betrifft das überhaupt in einem Modell? Das heißt, also wir haben hier in diesem Beispiel den Fall Auszug Holzbau. Also wenn ich für den Holzbauer einen Datenauszug liefern muss, dann betrifft es jetzt in diesem einfachen Beispiel die Decken und die Wände. Und jetzt sieht man, darunter sind die Wände aufgeklappt und dort sind dann wieder die Attribute, die Merkmale, die dann tatsächlich übergeben werden müssen. Also es ist so ein stufenweises Vorgehen, bis man dahin kommt und sagt, was muss ich dann tatsächlich für Attribute, Eigenschaften übergeben. Die Rollen habe ich schon angetönt. Wir haben ein Rollenmodell hinterlegt, wo man die entsprechenden Fachrollen definieren kann. Und hier, wenn man nochmals ein bisschen mehr ins Detail geht, jetzt zum Beispiel bei der Informationsanforderung für die Betonwand, dann sehen Sie, dass die ganzen Merkmale sind in der Liste aufgeführt. Und was Sie machen müssen, ist nur einen Punkt zu setzen. Und dann ist klar, dass diese Eigenschaft übergeben werden muss. Und von diesen 84 Eigenschaften, die die Wand möglicherweise haben könnte, sind jetzt 13 markiert. Das heißt, es werden nur 13 Eigenschaften weitergegeben und nicht die ganzen 84 oder was man dann hat für die entsprechenden Bauteile. Hier ein anderes Beispiel, Informationsanforderung für eine Holzbauwand. Hier haben wir dann im BIM-Profil-Server noch weitere Informationen. Es ist also wie eine Art ein Wissenssystem, welches man aufbauen kann. Und der Anwender sieht dann zum Beispiel, dass bei der Holzbauwand verschiedene Holzbauwerkstoffe gewählt werden können. Also wir bauen so nach und nach ein Wissenssystem auf mit diesem Datenkatalog. Dann habe ich zu Beginn noch gesagt, dass wir die Daten ja nicht nur in menschenlesbarer Form als PDF herausgeben wollen, sondern auch in maschinenlesbarer Form. Und hier gibt es einen neuen Standard von Building Smart International, das ist das IDS-Format und das ist eine maschinenlesbare Ausgabe. Man sieht das ein bisschen, die komischen Hieroglyphen dort auf der rechten Seite. Das ist ein XML-File, aber das sind dann Daten, die andere
IT-Systeme natürlich einlesen können. Also so können wir maschinell die Informationen weitergeben. Kommen wir zum Fazit vom BIM-Profil-Server. Also was uns einfach wichtig ist, was wir auch in sehr vielen Gesprächen herausgefunden haben, es geht immer um Transparenz, es geht um Sicherheit, damit die richtigen Daten ausgetauscht werden können. Es geht auch darum, dass wir nicht nur Papier austauschen wollen, sondern dass wir natürlich maschinenverständliche Informationen austauschen können müssen. Und es geht uns immer um den gesamten Lebenszyklus. Also Informationen werden nicht nur bei der Planung ausgetauscht, sondern sehr viele Informationen müssen auch im Betrieb bekannt sein. Also das FM muss wissen, die Fenster haben eine solche Oberfläche oder solches Material, damit ein Reinigungsplan erstellt werden kann. Also das muss über den ganzen Lebenszyklus gehen. Jetzt komme ich noch zu einem anderen Thema, da gehe ich wieder quasi back to the roots, zu NPK, unseren Standards. Ich möchte zeigen, wie wir die NPKs auch in Zukunft versuchen weiterzuentwickeln im ganzen Kontext dieser Digitalisierung, was wir hier für Möglichkeiten haben, am Beispiel vom NPK Holzbau. Bis heute werden die Holzbauausschreibungen mit drei NPKs ausgeführt, das ist der 331, 332 und 333, das sind die heute gültigen NPK-Kapitel für die Ausschreibung. 2024 kommen wir mit einem neuen NPK, der NPK 335, der fasst diese drei NPKs zusammen und der soll sogenannt bauteilorientiert sein. Das ist der neue NPK Holzbau. Wir versuchen hier eben die Bauteilorientierung ins Spiel zu bringen. Wir sprechen bei diesem NPK von Typen, von Bauteiltypen. Wir haben eine Definition zum Beispiel eines Elementes gemacht, das wir an verschiedenen Orten brauchen können. Also wir reden von Elementen, die haben so eine Kernschicht, die Konstruktionsschicht, und sie haben eine Bekleidung außen, Bekleidung innen. Das kann man so schön strukturiert aufbauen im Holzbaubereich. Etwas detaillierter sieht man das auf diesem Bild. Das ist ein Beispiel einer Wand. Hier sieht man wieder die Bekleidung außen, dann die Kernschicht, die Bekleidung innen. Und das haben wir jetzt den Strukturen des NPKs beigefügt. Das heißt, der NPK hat ja eine bestimmte Struktur, die kennt man schon sehr lange. Da kann man auch den Datenaustausch machen aufgrund dieser Struktur. Und der neue NPK Holzbau wird natürlich auch an diesen Strukturen angepasst. Der NPK wird ja immer aufgebaut in verschiedenen Abschnitten. Auch hier sieht man wieder die Bauteilorientierung. Ich habe hier die Außenwände rot markiert, aber wir haben auch Innenwände, Geschossdächer, Flachdächer, geneigte Dächer, Tragwerke. Das ist noch ein bisschen speziell beim NPK Holzbau. Das ist der NPK, mit dem Sie praktisch ein ganzes Gebäude bauen können. Eigentlich der einzige NPK, der das so zur Verfügung stellt. Die sogenannte Matrix sieht dann so aus, dass wir im linken Bereich immer die Bedingungen vorarbeiten drin hat. Das hat jeder NPK, hat das so drin. Und jetzt kommen eben im mittleren Bereich diese Wände, Decken, Dächer, diese Bauteile, einerseits mit dem Konstruktionsteil und andererseits mit dem Bekleidungsteil. Das ist schön strukturiert. Wenn man ein Bauteil mal kennt, dann versteht man die anderen Bauteile sofort auch wieder. Wir haben noch separate Tragwerke, die man ausschreiben kann, und ein Bereich für die Sanierung gemacht. Wenn man das ein bisschen noch mehr im Detail ansieht, dann sieht man hier wieder diese Abschnitte mit den entsprechenden Hauptpositionen. Und diese Bauteilorientierung, die hilft uns jetzt natürlich wieder die Verbindung zu den Bauwerksmodellen zu schaffen. Weil ich kann jetzt hier mehr oder weniger einfach gleich diese IFC-Zuordnungen machen. Und dann wären wir eigentlich wieder bei den Bauwerksmodellen,
Und somit übergebe ich jetzt das Wort an Tanja. Mein Name ist Tanja Knuser. Ich bin Leiterin der Abteilung Entwicklung und Technologie bei CRB und darf Ihnen nun unser Innovationsvorhaben, das neue CRB-Datenmodell, vorstellen. Beim neuen CRB-Datenmodell wollen wir wirkliche Durchgängigkeit schaffen. Das heißt, Sie haben verstanden, die Vorredner haben Produkte von CRB präsentiert, die etabliert sind, allerdings auf verschiedenen Strukturen basieren, die nicht nahtlos miteinander verknüpfbar sind. Diesen Graben möchte das neue CRB-Datenmodell auflösen, indem wir Folgendes tun. Wir lösen die Inhalte aus den heutigen elementorientierten Baukostenplänen EBKP-Hochbau und Tiefbau heraus und kombinieren diese mit den ergänzenden Informationen aus dem Normpositionenkatalog NPICKER, der gewerkeorientiert gegliedert ist. Fügen das zusammen in ein neues Konstrukt, was wir momentan das CRB-Datenmodell nennen. Das CRB-Datenmodell orientiert sich an Bauteilen, an Elementen, verknüpft die Informationen, die im digitalen Modell vorhanden sind, mit einer neuen Struktur und definiert unterschiedliche Informationsbestandteile für jedes einzelne Bauteil. Informationsbestandteile sind für uns zum einen Materialangaben, die parametrisiert und spezifiziert werden können. Das zweite sind zugehörige Leistungen, die erforderlich sind, um das Bauteil herzustellen. Und das dritte sind sogenannte Inventare, die bei einigen Bauteilen notwendig sind als Hilfsmittel, um das Bauteil herzustellen. In unserer idealen Welt schaffen wir damit ein durchgängiges System, was über das IFC-Datenschema sowohl im Umfeld der CAD-Lösung verwendet werden kann, als auch im Umfeld gängiger Bauadministrationslösungen und hier für einen verlustfreien Informationsaustausch dient. Ich möchte Ihnen nun kurz vorstellen, wie funktioniert dieses Konzept am Beispiel einer Betonwand. Sie werden nach wie vor vom Groben zum Feinen vorgehen, am Prozess Ihrer Arbeit im Hinblick auf die Erstellung von Kostenprognosen und die anschließende Leistungsbeschreibung ändert sich somit nichts. Sie steigen beispielsweise ein mit der Schätzung eines Finanzbedarfs, haben ein sehr grobes Modell, das wahrscheinlich ein Volumenmodell zunächst ist, und sind in der Lage, über einfache Flächenbezüge, beispielsweise bei der Konstruktion Quadratmeter Geschossfläche, mit einem zugehörigen Kennwert schnell eine Kostenprognose zu erstellen. Diese möchten Sie jetzt parallel zur Planung immer weiter verdichten und immer weiter präzisieren, sodass Sie sagen können, in der Granularität einer Kostengrobschätzung bewegen Sie sich auf Untersystemebene, zerlegen die Konstruktionsbestandteile in einzelne Bauteilgruppen und machen den gleichen Prozess wieder bei der Schätzung des Finanzbedarfs, indem Sie mit einem Kennwert beispielsweise die Wandkonstruktionsfläche multiplizieren und eine Kostenaussage machen. Das Prinzip geht nahtlos weiter und das ist in unserer Vorstellung der eigentliche Mehrwert des neuen Datenmodells. Sie wechseln die Struktur nicht. Bei der Kostenschätzung könnten Sie die Bauteilgruppen weiter spezifizieren, beispielsweise bei der Wand in Innen- und Außenwände unterscheiden und sich so beim Kostenvoranschlag dann dem eigentlichen Bauteil widmen. Wir schauen uns die Betonwand an und die Betonwand wird nun angereichert mit all den Informationen, die Sie zur Phase des Kostenvoranschlags haben, hinsichtlich Materialität, hinsichtlich benötigter Leistung, um dieses Bauteil zu erstellen und hinsichtlich eventueller Hilfsmittel, die Sie haben. Am Ende des Prozesses geht es dann bei der Leistungsbeschreibung dabei nur noch darum, diese drei Arten von Informationen weiter zu präzisieren und zu spezifizieren. Für eine Stahlbetonwand benötigen Sie beispielsweise unterschiedliche Schalungen als Inventar, beispielsweise eine normale Schalung für die zweihäuptige Wand, bei Aussparung eine Leibungsschalung und dergleichen. Sie werden Leistungen benötigen, die notwendig sind im Zusammenhang mit der Bewährung des Bauteils, mit dem Einbringen des Betons. Und Sie werden natürlich das Material, die Bewährung und den Beton spezifizieren. Alles auf derselben Struktur, sodass ein durchgängiges Gesamtsystem entsteht.
Das ist unser neues Konzept des Datenmodells, um den Strukturwechsel zwischen der elementbasierten Betrachtung und der eigentlichen Gewerkeorientierung zu vereinfachen und durchgängig zu machen. Aufgrund der Zeit bin ich sehr oberflächlich und sehr schnell durch diesen Prozess gegangen. Wenn es Sie interessiert, schauen Sie gern bei uns im Innovation Lab an unserem Infopoint vorbei. Dort haben wir das Konzept veranschaulicht in einer kleinen Referenzimplementation. Es ist keine Softwarelösung von CAB, soll Ihnen als Anwender aber aufzeigen, wie stellen wir uns tatsächlich in einer Softwarelösung die Arbeit mit dem Datenmodell vor, wenn Sie eine Kostenprognose machen und Ihre Leistung beschreiben möchten als Basis für eine Unternehmerofferte. Damit sind wir schon am Ende unserer Ausführungen angelangt und stehen Ihnen jetzt gern für Fragen oder eine kurze Diskussion zur Verfügung. Ich gebe gern das Wort wieder an Michel Born. Dankeschön. Danke, Tanja. Danke auch den anderen Experten aus dem Hause CRW. Mir ist noch wichtig, so ein bisschen zusammenfassend einfach auch, die Baubranche ist ja nicht eine Branche, wo man mal sagt, ab morgen machen wir das mal ein bisschen anders. Also dafür sind halt auch die Projekte zu langläufig, dafür ist auch die Struktur der Branche zu kleinfragmentiert, also zu viele Spieler, die da mitspielen, mit ihren entsprechenden Werkzeugen, Software-Tools und so weiter und so fort. Also das heißt, es braucht alles etwas Zeit. Jetzt, wenn ich von Datenmodellen spreche, das sind, wenn wir den NPK neu strukturieren und den EBKP neu strukturieren und das zusammenbringen in ein neues Datenmodell, dann sprechen wir beim NPK von 1,4 Millionen Positionen, beim EBKP von 25.000 Knoten, die wir da irgendwie neu zusammenmischen müssen, mit IFC zusammenbringen müssen. Wenn wir das dann mal hingekriegt haben, und da sind wir gute Dinge, dass wir das hinkriegen, dann müssen Softwarehersteller beginnen, sich daran zu orientieren. Da müssen sich Abläufe entsprechend anpassen. Also es geht nicht unbedingt von heute auf morgen. Das ist auch der Grund, dass das sehr wichtig ist für uns, das, was Pasquale Bettilio auch präsentiert hat mit dem NPK Holzbau, dass wir eben auch da die Entwicklungsschritte machen, die Veränderungen machen, uns auch in Richtung dieser Bauteilorientierung und dieser Modellmethodik annähern, damit eben auch das funktioniert, möglichst lange mit den bestehenden Arbeitsmitteln, die Sie kennen, weil keiner hat eine Ahnung, wann dann wirklich der Großteil des Marktes umsteigt und beginnt ganz anders zu planen und zu bauen. Das ist sehr wichtig. Wir bereiten auch alles so vor, also zum Beispiel die EBKB-Plugins, die sind so vorbereitet, dass wir irgendwann dann auch das Datenmodell reinspielen könnten in ein CAD-System. Also nicht mehr die EBKP-Struktur, sondern das Datenmodell. Sagen können, wir sind da eigentlich offen, wann wir diesen Switch machen. Oder vielleicht sind wir sogar mal so weit, dass wir offen sind und sagen können, in einem Projekt wird halt noch mit dem EBKP-Plugin gearbeitet und in dem anderen wird bereits dann mit dem Datenmodell-Plugin gearbeitet. Und dasselbe gilt auch für die Ausführungen im BIM-Profil-Server. Also auch da, wir arbeiten heute mit der Struktur, die da ist. Das ist die IFC-Struktur, die ja häufig auch schon den Anforderungen genügt und sind dann offen, wenn wir mit dem Datenmodell wieder so weit sind, das reinzubringen. Und bei Werkmaterial online ist es ganz ähnlich. Das ist etwas anspruchsvoller. Da geht es dann mehr darum, wenn dann auf einem Datenmodell gearbeitet wird, dass wir diese Kennwerte nicht verlieren, weil die sind Gold wert. Das sollten wir nicht dann einfach wegschmeißen. Und das ist dann mehr der Einbezug, wie bauen wir dann das Datenmodell oder was müssen wir vorsehen, damit das so passieren kann. Die meisten Dinge zeigen wir in der Lounge, gleich da nebenan. Das Datenmodell zeigen wir im Innovation Lab, wenn das jemand vertiefen möchte. Auch da achten Sie darauf, da mussten wir eine Software entwickeln oder eine Rumpfsoftware, eine Referenzimplementierung, um überhaupt zeigen zu können, wie wir uns das vorstellen. Es ist nicht die Idee, dass wir eine Bauadministrationslösung entwickeln. Das ist auch noch wichtig. Jetzt möchte ich aber öffnen ins Publikum, Fragen von Ihrer Seite, Anmerkungen von Ihrer Seite, Wünsche von Ihrer Seite. Wäre ich sehr gerne bereit, das entgegenzunehmen. Wir haben genügend Zeit, ausnahmsweise. Wir waren wunderbar im Plan. Und dann fragen immer alle miteinander, oder? Das ist wie zu Hause, riesen Lärm am Tisch. Ist alles klar oder ist alles unklar? Dann frage ich vielleicht mal zurück.
So ein bisschen von Voting. Wer glaubt, dass so Arbeitsmittel wie zum Beispiel eben das Werkmaterial online, sprich Kennwerte, erste Zahl, Kostenschätzung, dass das für ihn tatsächlich ein Mehrwert sein könnte und auch mehr erfahren möchte? Gibt es da so die eine oder andere Hand? Eine sehe ich, zwei. Dann würde ich Sie dann wirklich spezifisch einladen, in die Lounge zu kommen. Einer kennt es relativ gut bereits. Dann vielleicht so beim BIM-Profilserver. Also wer ist schon konfrontiert mit dieser Auseinandersetzung, also diese Excel-Spreadsheets, die dann nach der ersten Änderung nicht mehr kontrollierbar sind und dass eben vielleicht besser und intelligenter zum Schluss vom Tag mit einem BIM-Profilserver gemacht wurde. Wer ist mit dem schon konfrontiert, dass er dann eine bessere Lösung bräuchte? So ein bisschen, ne? Ist ein Verhalten. Könnte ich dich fragen, ist das, weil Sie noch gar nicht in solchen BIM-Digitalisierungsprojekten aktiv sind, oder ist es eher, weil Sie es einfach anders machen oder lieber mit dem Excel-Spreadsheet arbeiten? Gibt es da eine Stellungnahme? Auch nicht wirklich. Da möchte ich Sie aber auch nicht weiter quälen mit meinen Fragen. Das ist immer relativ speziell hier in der Deutschschweiz. Ich habe bei Beginn der Veranstaltung gesagt, wir hatten gestern eine Veranstaltung aus der Swiss Roma. Die sind toll, die Fragen. Das ist viel einfacher, die Fragen auch gemeinsam teilen, das ist dann weniger einfach. Aber dann würde ich gerne offiziell abschließen, Sie wirklich einladen, kommen Sie in die Lounge, gehen Sie ins Innovation Lab und sprechen Sie mit uns, um da mehr zu erfahren, wenn es dann vielleicht unter vier Augen etwas einfacher ist, auch die Fragen zu stellen. Herzlichen Dank, waren Sie hier. Herzlichen Dank, interessieren Sie sich für CRB, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, noch eine spannende Messe und auf Wiedersehen.